kommen wir zum krönenden Abschluss der ganzen Omada-Reihe. Wir gucken uns jetzt gemeinsam mal die ganzen Optionen an, so im Schnelldurchlauf. Was kann ich eigentlich machen? Glaub mir, erwartend viel. Und ich gebe nachher endlich mal so das erste, ja, richtige Fazit ab, bevor wir nachher natürlich in das große Video übergehen. Omada versus Unify. Ich glaube, das ist das, worauf wir alle irgendwo so ein bisschen warten. Ich habe auch, glaube ich, schon eine sehr gute Meinung dazu, aber lasst uns erstmal reingucken. Ne? Also ihr seht, das dümpelt hier alles auch immer so ein bisschen mal vor sich hin bei mir. Ich habe mal ein bisschen was laufen lassen. Von der Oberfläche her brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Informationen gibt es in Hülle und Fülle. Wer Informationen aus seiner Umgebung haben will, bekommt die natürlich präsentiert. Aber das alles hatten wir schon. Lasst uns mal in die Einstellungen gehen. Und da muss ich echt sagen, hat Omada ja, echt was Gutes gemacht, beziehungsweise auch Gutes gebracht. Denn es gibt auch viele tiefgehende Optionen. Also das ist jetzt hier die Site Configuration, aber trotzdem, das sind so die Standardoptionen. Was soll halt eben passieren, wenn neue Geräte drin sind? Ist Mesh aktiv? Ist ein Channel Limit aktiv? Sind standardgemäß bei allen Geräten die LEDs ein oder aus? Könnt ihr halt eben hier alles machen. Hier unten unter Device Account, da wird definiert, welcher Benutzer-Account wird auf die einzelnen Endgeräte nachher nochmal eingepflegt. Worauf werden die angesprochen? Also was ist Benutzername, Passwort von den Geräten? Ihr könnt sowieso nachher die Geräte selber gar nicht mehr administrieren. Das übernimmt der Controller für euch. Aber lasst uns erstmal weitergehen. Ich überspringe jetzt erstmal, ach nee, gar nicht, darum steht ja Wired. Unter Wired Connections findet ihr halt eben erstmal überhaupt für euren Router. Ne? Auch dazu, ich springe jetzt mal so ein bisschen hin oder her. Das ist das Gerät, was ich ja hier zum Testen hatte, der ER605. Tolles Gerät. Ne? Erstmal ganz wichtig, das ist halt so mit, wir sind jetzt quasi schon gefühlt im Fazit. Für 60 Euro, also der kostet hier momentan 57, super Ding. Echt, funktioniert toll, funktioniert in der Kombination hier super. Wir haben 4 Ports, die wir auch noch frei konfigurieren können zwischen WAN, LAN, LAN, WAN, LAN, WAN, LAN und WAN, 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 LAN. Ey, Alter, besser geht nicht, ne? Ich kann hier wirklich auch sagen, okay, Static IP-Adresse, ich will meinen WAN selber konfigurieren. Alles, was ich halt brauche. Auch da hatte ich schon mal erwähnt gehabt, das Ding hat mehrere WAN-Ports, weil ihr laut belänzen könnt über das Teil. Super, Daumen hoch, geht einfach frei. Ne? Es gibt natürlich auch größere Router, das ist jetzt der kleine, für den Heimanwender deutlich ausreichend. Mehr muss es nicht sein. Und auch hier, es gibt mehr, ich habe hier extra mal aufgerufen die Seite, es gibt auch größere, es gibt hier, was ist denn das? Ich glaube, das ist der hier, das ist ein Switch. Wo sind denn die Router hier versteckt? Egal, es gibt auf jeden Fall noch größere Router, hier unten haben wir. Es gibt hier den 7206, der ist dann ein bisschen fetter, ja, der hat auch ein bisschen mehr Dampf, ich glaube, der hat auch einen SFP-Port, also Möglichkeiten gibt es auf alle Fälle. Unter LAN, und hier ist, glaube ich, somit das Wichtigste, definiert ihr halt eben eure Netzwerke, eure Netzwerkseparierungen, eure WLANs. Ne? Auch das hatten wir schon gesehen gehabt. Kommt uns natürlich sehr bekannt vor aus diesem ganzen Unify-Feld, aber trotzdem alle Möglichkeiten, die man so auf dem normalen Level braucht für den Heimanwender. Wie gesagt, ich bin hier eigentlich beim Heimanwender, bis Klein- bis Mittelunternehmen bin ich hier natürlich immer noch unterwegs, sind alle Optionen, die man braucht, halt eben wirklich da. Komplizierter wird es natürlich erst nachher für den, der es filigran haben will, hier natürlich mit den Profilen. Auch da legt man natürlich eigene Profile an, in welchem Profil hängt denn jetzt welches Netzwerk, Untagged, Access Port und so weiter und so fort, definiert man in den Profilen. Auch das lässt sich trotzdem hier einfach drüber, ja, wie soll ich sagen, einstellen. Switch Settings, gucken wir mal rein, da öffnet sich hier dieser typische rechte Fenster-Mode, ne, auch den kennen wir. Leider lässt sich das Fenster nicht verschieben, auch da sind wir wieder bei einem Improvement, wo TP-Link vielleicht dran arbeiten müsste. Seht ihr, hier kann man die Profile hinterlegen, man kann einzelne Ports definieren, welches Profil soll der haben. Man kann aber auch, wo war das denn, wenn man mehrere markiert, irgendwie sagen, wo war das denn überhaupt? Man konnte auf jeden Fall sagen, LAGs bilden auf dem Switch. Ich suche es jetzt gerade, finde ich jetzt gerade nicht. Du kannst auf jeden Fall auch ganz, da haben wir es, LAG oben, Dreck gar nicht gesehen. Man kann LAGs bilden über die Ports, also Channel Ports bilden. Und dann natürlich über die LAGs hinweg die einzelnen, ja, Profile hinterlegen. Ne? Für die, die es nicht wissen, ich glaube, ich habe irgendwann mal ein Video dazu gemacht, was ein Profil ist, einfach mal nachgucken. Es definiert einfach nur, wie gesagt, wie so ein Trunkport, über welchen Netzwerkport, über welchen Switch kann man halt eben welche WLANs schieben. In meinem Falle hier hatte ich jetzt ja nur ein WLAN angelegt, beziehungsweise ein ganzes Netzwerk, wo der Router auch DHCP-Server spielt, also funktioniert echt, echt gut. Bei Wireless kann ich wirklich nur beides sagen oder einfach nur sagen,
Funktioniert echt gut. Ich habe es bei mir hier aktuell laufen. Ich habe auch extra für euch jetzt schon für dieses Video bei mir auf der Webseite einen TP-Link Access Point Test und Vergleich gemacht. Und dabei kamen ganz interessante Sachen raus. Kann ich euch nur empfehlen. Lest euch da mal durch. Ich schreibe ja extra nicht immer viel, sondern ich bringe es ja immer sofort am besten auf den Kernpunkt, was man für Möglichkeiten hat. Ich bin auch wieder auf die Strahlungsdiagramme eingegangen, weil da nämlich sich wirklich was Tolles herauslesen lässt, welche von den Sachen einfach sehr, sehr gut funktionieren. Einfach mal durchlesen. Link steht natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Hier ist zum Beispiel jetzt der ERP245, der hier gerade eben in unserem System angeschlossen ist. Auch da wieder super Teil für 90 Tacken. Auch wenn wir gerade jetzt im Zeitalter, wir haben jetzt Oktober, im Halbleitermangel sind, sind 87 Euro für das Ding echt nicht viel Geld. Wie gesagt, WLAN, jo. Funktioniert gut. Da kann ich direkt schon mal so einen kleinen Vorab bringen, wenn mir jetzt derjenige, der jetzt das Video guckt, der sich mit Unify auskennt. Ja, im Unify hast du 5, 6 Optionen, was WLAN betrifft, hast du mehr. Hier hast du auch trotzdem die Optionen, die man einfach braucht. Die sind vorhanden, die sind da. Ganz ehrlich, der Heimanwender oder der kleinen Mittelunternehmer braucht eigentlich auch nicht unbedingt mehr. Trotzdem, wer mehr haben will, muss dann doch wirklich bei Unify vorbeischauen. Trotzdem für den normalen Gebrauch, wie gesagt, ich setze es hier aktuell ein, weil ich habe gerade keine andere Wahl und weiß keine andere Wahl, um Gottes Willen. Das hört sich so schlecht an. Funktioniert sehr, sehr gut. Absolut klare WLAN-Empfehlung. Ganz besonders Preis-Leistung ist da einfach mega, mega gut. Gehen wir aber weiter. Ja, Network Security, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, oh, das hätte man ein bisschen schöner gestalten können. Network Security ACL. Freunde, das ist quasi die Firewall. Wenn man hier auf Firewall klickt, gibt es hier zwar nur die Optionen, was sehr gut ist, weil das ist schon einiges, was man hier filigran einstellen kann. Also wenn man zum Beispiel böse Buben im Netzwerk hat. Ich rede noch nicht von dem böse Buben, der irgendwie sich Zugriff verschaffen hat, sondern vielleicht irgendein Gerät, was gerade ein bisschen durchdreht, kann man hier mit den Optionen, es gibt Default-Werte, die schon sehr gut gesetzt sind, kann man sich schon echt schützen, was man zum Beispiel bei anderen Produkten, glaube ich, nicht kann so einfach, zumindest nicht über die GUI. Das heißt also, es gibt hier direkt schon Optionen drin, die wirklich euer Netzwerk, die euch selber meinetwegen ziemlich schützen. Das finde ich ziemlich gut. Aber zurück zu den ACLs, das ist so der Punkt, wo ich sage, oh, das hätte man irgendwie ein bisschen schöner machen können. Ne? Ja, das ist die Firewall. Das ist wirklich hier die Firewall, da kann man jetzt sagen, okay, welches Protokoll, es gibt einiges zum Auswählen, um Gottes Willen, man kann alles machen, was man will. Ich finde einfach nur diese Ansicht der Firewall ist jetzt nicht so das Schönste. Ne? Hier kann man wirklich sagen, Source, Destination ist so ein bisschen tabellarisch, man kann auch sagen, eine ganze IP-Group, man kann dann für die IP-Gruppen, ne, ich sage jetzt mal hier Group 1, was hinzufügen, ich sage hier 192, 168, was weiß ich was, 50.0/24, kann noch eins hinzufügen. 192.168.51.0/24, sage ich jetzt mal. Jetzt sage ich das mal, das sind jetzt hier mein Smart Home. Ne, mein Smart Home ist das jetzt als Beispiel. Dann sage ich einfach Confirm. Und dann gibt es jetzt die IP-Gruppe Smart Home. Ne? Also du kannst dann doch schon mit der Firewall sagen, okay, von wo nach wo und so weiter und so fort. Darf denn wer kommunizieren? Hier zum Beispiel jetzt mein Smart Home dürfte jetzt in die IP-Group Any kommunizieren. Warum auch immer. Und was darf der? Und dann kann ich hier natürlich auch oben sagen, alles klar, bitte nur TCP, vielleicht auch nur UDP. Also man kann es halt sagen. Und dann sagst du halt Permit. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel eine Firewall-Regel auf der Ebene bei IP-Group. Es gibt natürlich auch noch den IP-Port-Group, wo man dann natürlich sagen kann, alles klar, ich will auf Port-Ebene irgendwas freigeben oder schließen. Ist halt irgendwie so ein bisschen schwierig hier gestaltet, um das mal einfach zu sagen. Aber ich habe es ausprobiert, funktioniert. Ne? Wir haben es, glaube ich, sogar im Livestream ausprobiert. URL-Filtering, keine Ahnung, muss ich gerade selber erstmal gucken, was das war. Name, Status, IP, Source, Network. Ah ja, also ich kann also wirklich URLs rausfiltern. Habe ich mir jetzt auch nicht genauer angeguckt, aber ihr seht schon, also das ist, geht ja so in Richtung Family Blocking, aber ob das jetzt so wirklich das Richtige ist. ERP-Rules, ERP ist immer die Access Points, ne? Sind immer die Access Points, aber gut, hier kann ich auch sagen, SSID, über welche SSID kann ich denn irgendwelche URLs blockieren? Gut, aber ihr seht schon, ich kann einiges machen. Guck mal hier, Attack Defense. Ihr könnt euch schon
standardgemäß mittels 2-3 Klicks euch einfach schützen. Als Beispiel hier unten einfach mal Stationary Source ICMP Flut. Das heißt, wenn ihr von außen auf eurem Warnport mit ICMP auf einmal geflutet werdet, als Beispiel, kann man das Ding hier aktivieren oder kann man sowieso defaultmäßig einfach aktivieren, dann werden halt eben nur 600 Pakete die Sekunde zugelassen und ab dem 600. Paket pro Sekunde wird halt hinten rausgeschmissen. Das könnte man jetzt auch einfach runtersetzen, dass man sagt, alles klar, nur 30 ICMP-Pakete pro Sekunde und alles andere wird dann sofort von eurem Warn-Gateway, immer noch, von dem kleinen schnuckeligen Ding hier, einfach gesagt, puh, weg, beschäftigt er sich nicht mehr mit. Na klar, er sieht das Paket und muss es verwerfen, also er beschäftigt sich schon damit, trotzdem, es wird dann einfach nicht mehr verarbeitet. Ne? Und ihr seht jetzt hier unten drunter, Entschuldigung, man muss mindestens 100 haben, ihr seht trotzdem hier unten drunter die Default Packet Anomaly Defense. Das ist alles schon standardgemäß aktiv. Firewalls können das auch, andere Produkte können das auch. Doch trotzdem, überlegt einfach mal, ihr habt das da. So ein Produkt, wie da oben steht, hat das nur in ganz, ganz kleinster Art und Weise drin. Hier zum Beispiel ist es Default drin und aktiv. Also absolut Hut ab, super. Definitiv. Transmission. Ja, Routing. Brauche ich nicht drauf eingehen. Ihr habt halt Routing-Möglichkeiten. Was mir jetzt hier so bisher so ein bisschen fehlt, ist hier zwar das Policy-Routing. Okay, also dass man anhand von den Netzwerken sagen kann, von wo nach wo darf ich denn jetzt was machen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist vielleicht so ein OSPF. Kann sein, ich habe es auch nicht tiefer nachgeguckt. Vielleicht so ein OSPF wäre vielleicht nicht schlecht. Ne? Nothing. Port Forwarding. Das braucht man natürlich auch. Wenn man von außen erreichbar sein will, kann man ganz normales Port NAT durchführen, also ein Port Forwarding durchführen. Kann das Ding auch TCP, UDP von den Protokollen, reicht erstmal natürlich vollkommen aus fürs Port Forwarding. ALG hatte, glaube ich, irgendein Benutzer schon geschrieben, weil das ist, habe ich schon wieder vergessen. Session Limit, also man kann sogar wieder Limitierungen angeben, wie viele Sessions kann denn wer aufbauen. Also schwierig immer zu sagen, wofür man das braucht. Ich könnte jetzt sagen, mein PC darf halt maximal, was weiß ich, 100 HTTP-Sessions aufbauen. Wäre jetzt ein bisschen wenig. Aber warum auch immer, es gibt Einsatzszenarien, da braucht man das. Egal, es geht ja hier darum, das Ding kann es. Ihr könnt das hier drüber einfach wirklich aktivieren. Wenn ihr es braucht, geht's. Haben wir auch ausprobiert. Bandwidth Control. Funktioniert super. Funktioniert echt super auf Client-Basis, auf Port-Basis, auf IP-Group-Basis. Ihr könnt auch wirklich hier hingehen, wenn ich jetzt auf Klienten gehe. Ihr seht ja hier, mein PC ist gerade connected. Klickt ihr da drauf. Ich glaube, unter Config war das so. Da haben wir es. Ihr seht es rechts oben. Ne? Guckt rechts oben. Kann ich hier sagen, Download Limit. Kann ich hier sagen, eintragen. 500. Und schon kann dieser Client nur 500 Kilobit. Ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig. Machen wir mal. Keine Ahnung. 10 Mbit als Beispiel. Sag ich mal. Zack. Speichern. Funktioniert. Total easy. Also das heißt, ihr habt hier irgendwelche Geräte, die irgendwie ein bisschen ja, Bambule machen. Beziehungsweise keine Bambule machen sollen. Einfach Rate Limit einstellen. Sache erledigt. Fertig. Unter Transmission mit dem Bandwidth Control ist natürlich Gruppen kreieren, global das Ganze so ein bisschen steuern. Ne, Bandwidth Control erstmal aktivieren, aber ihr seht, ihr könnt ganze Netzwerke einfach sagen. Das Netzwerk Smart Home hat nur 5 Mbit. Ne, klar, ist jetzt, wenn das Ding mal irgendwie ein paar Updates macht, vielleicht ein bisschen langsam, aber ansonsten kann das Ding mir halt eben keinen Ärger machen. Ne, deswegen super, funktioniert toll. Leider kommen wir jetzt zu einem Punkt, den ich bisher nicht ausprobiert habe, der aber augenscheinlich viele Optionen ja, bietet, die ich halt eben als Möglichkeiten habe, also Side-to-Side-VPN, ich habe es echt nicht ausprobiert, muss ich mich echt bisher entschuldigen, dass ich es noch nicht getan habe. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt, haut mal unten in den Kommentar rein. Ist schon ein bisschen spezieller wieder, um Gottes Willen, wir kennen uns alle aus. Du bist Profi, ich bin Profi, aber wir sehen ja, ne? Wir haben Möglichkeiten mit OpenVPN, ja gut, PPTP, aber IPsec-Möglichkeiten, VPN-Client, auch wieder hier, OpenVPN. WireGuard fehlt mir, vielleicht kommt das ja noch irgendwann, aber ansonsten trotzdem, es funktioniert. Ne? Ich habe ein paar Gespräche gehabt über das ganze Thema, soll wohl sehr gut funktionieren. Gehen wir weiter. Ja, hier sind jetzt diese ganzen Profilen, Time Range, da kann man wirklich einstellen, von wann bis wann, also das sind sogenannte Scheduler, von wann bis wann soll denn zum Beispiel WLAN an oder aus sein, gibt verschiedene Einsatzzwecke, wo das genau ist, irgendwelche Gäste-WLAN sind nur von dann bis wann online, vielleicht für eure Kids, das WLAN schaltet sich um, bumm, für die Kids um 21 Uhr aus, nichts mehr Internet als Beispiel, ne? Kann man halt eben definieren. Hier sind wir wieder bei diesen Gruppen. Das sind hier diese IP-Gruppen, Port-Gruppen, Mac-Gruppen. Also das ist einfach hier unter Profile Gruppen definiert.
Ich glaube, unter Rate Limit ist das nochmal dasselbe. Das sind diese Rate Limit Profile, die man auf entsprechende Endgeräte schalten kann. Also, dass man sagen kann, okay, wie schnell soll denn was sein? Ich persönlich finde das sogar gut, dass das so einfach gehalten ist. Ne? Dass man hier sagen kann, alles klar, 10 Mbit, fertig. Ne? Dass das so super easy ist und man nicht einfach mit Tausenden von Informationen überlagert wird. Und wie gesagt, wir haben es getestet, funktioniert echt gut. Also nicht echt gut, sehr gut. Funktioniert genauso, wie ich es hier erwarte. Super einfach. Ich muss keine Kommandozeile aufrufen oder sonst was. Geht einfach. Authentication habe ich leider auch nicht probiert. Da Controller Online required, leider Gottes. Das ist dieses ganze Gäste-Netzwerk. Auch dazu, wenn ihr dieses ganze Guest-Netzwerk-Zeug mal sehen wollt, habe ich leider auch nicht ausprobiert. Ne? Kann ich aber gerne machen. Aber ihr seht hier schöne Vorlagen. Also das Ganze funktioniert super. Ihr könnt hier sagen, welche Farbe, welches Bildchen und so weiter und so fort für euer Gäste-WLAN, wenn ihr da den Bedarf habt. Ich hatte auch letzte Tage mit einem Kunden gesprochen gehabt, der das wirklich produktiv für seine Kunden sozusagen einsetzt, dieses ganze Gäste-WLAN. Der hat gesagt, super. Funktioniert wirklich tadellos, auch mit Key-Ausdruckerei und so weiter und so fort. Also auch da habe ich nur Positives gehört. Access Control haben wir es auch. Authentication Free Client. Oh Gott, was haben wir denn da? Authentication Pre-Authentication Access. Ach du Scheiße, drücken wir mal auf Add. Ach, IP-Range, okay, und hier dasselbe. IP-Range. Also irgendwie natürlich fürs Gästenetzwerk der Access Control. Es gibt Möglichkeiten. 802.1x Switch required. Radius Profile, also Authentication auf irgendwelchen Port-Based Authentication. Alter, das ist schon, jetzt wird's Deep Dive. Ne? Jetzt wird's Deep Dive, dass ich wirklich nur sagen kann, alles klar, nur diese MAC-Adresse darf auf dem und dem Port irgendwie sich connecten. Ey, jetzt wird's speziell. Das Ding bringt den mit. Mac-based Authentication, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Das ist das so im Endeffekt, dass man auf dem Port nur die MAC-Adresse, nur diese MAC-Adresse darf sich zum Beispiel in mein Netzwerk überhaupt einhaken. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ihr sammelt mal alle eure MAC-Adressen, vielleicht auch von euren Handys, von euren Endgeräten, und die hinterlegt ihr hier. Und auch nur diese Geräte dürfen sich verbinden. Das heißt, nur einer mit bösem Willen, der einen MAC-Changer zum Beispiel reinprügelt, kann sich zum Beispiel überhaupt in euer System reinknallen. Ne? Also die Möglichkeiten sind einfach echt krass, die wir hier haben. Also wer will, kann Deep Dive sein System schützen oder sich selber schützen oder ja, das System schützen. Radiusprofile, also Authentifizierung so ein bisschen, bla 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 bla. Wird immer spezieller. Services, da kommen wir jetzt zu dem, was auch immer wieder viele fragen. Dünen DNS, ja, haben wir schon gesagt, ist ein bisschen schmal bestückt. Hier fehlt jetzt gerade eben definitiv das Custom-Feld, dass man irgendwelche spezielleren dünnen DNS hat. Ganz ehrlich, da muss TP-Link nochmal nachlegen. Da fehlt mir irgendwas, ne? Ja, was soll ich sagen? SNMP habe ich selber schon ausprobiert, kann ich euch gerade nicht zeigen, komme ich an ein Netzwerk gerade nicht rein. Ich hänge ja gerade hier wirklich in der Testumgebung drin. UPnP, logisch, wenn man das aktiviert, kann man sagen, auf welchem Interface soll das Ganze denn überhaupt laufen. Wir natürlich hier auf allem, das heißt, euer Fernseher kommt trotzdem an alles dran. MacStorm und so weiter haben ja alle möglichen Leute immer wieder Probleme mit. Fupp, aktivieren geht, läuft. Wunderbar. SSH, ja, war gut, warum soll ich mir SSH freischalten? Klar, man gibt eine CLI. Aber ob ich die brauche, ich glaube momentan einfach nicht. Reboot Schedule, naja, kann man machen, dass man einmal in der Woche das Ding neu startet. Power over Ethernet Schedule, auch da wieder. Man kann eigentlich sagen, Endgeräte, so ein Access Point oder so, darf von dann bis wann wirklich nur wirklich physikalisch aktiv sein. Das heißt, ich kann sagen, irgendein Gerät soll um die Uhrzeit starten und um die Uhrzeit wieder abgeschaltet werden. Weil ich das Ganze ja über Power over Ethernet betreibe. Ne? Auch da wieder der Power over Ethernet Switch, den ich hier stehen habe. Qualitativ mega. Ne? Ich habe auch den hier, glaube ich, aufgerufen. Hier ist der Switch. Das ist die kleine Variante. Ich habe euch extra nicht den großen aufgerufen, den ich hier stehen habe mit 150 Watt. Das ist, glaube ich, ist das der hier? Ja, das ist, glaube ich, der hier. Den ich, nee, das ist nicht ganz der hier. Der hat aber halt einen Lüfter. Der ist wirklich, ganz ehrlich, ihr wollt ja immer meine persönliche Meinung haben. Der ist zu laut. Der ist zu laut. Brauchen tut ihr sowieso nur den kleinen hier. Der kostet 120 Tacken für einen 8-Port Power over Ethernet Switch. Ist das extremst gut? Ist das wirklich gut? Und ihr seht ja hier, das ist dasselbe, ne? Innenleben ist einfach dieselbe Scheiße. Funktioniert mega. Ne? Auch da wieder überkommt diese Anzeige. Es ist nichts anderes. Ihr könnt den Switch komplett hier drüber verwalten. Export Data, Export List, Device List. Also ihr könnt sogar eine Inventarisierung machen über das Ganze. Cool, habe ich auch noch nicht gesehen, habe ich auch noch nicht drauf geklickt. Ja, und jetzt wird es wieder so ein bisschen allgemeiner. Controller-Konfiguration. Auch dazu jetzt nochmal, ich zeige es auch da nochmal, ich scroll mal nach oben, Video folgt.
Ihr müsst nicht den Controller kaufen, hier den OC200, das ist ja der hier bei mir steht. Da steht jetzt, der könnte, irgendwo stand das, irgendwie bis zu 500 oder 300 Klienten, der größere hier könnte, glaube ich, bis zu, da steht 500 Geräte und da steht 100 Omada-Geräte. Also reicht vollkommen aus. Aber, hier, ich hole euch mal kurz was. Kennt ihr den? Kennt ihr den? Raspberry Pi? Raspberry Pi? Ihr könnt die Scheiße auch einfach als Docker-Container ausrollen. Hab ich gemacht. Super cool. Ihr könnt euch einfach den Controller durch einen Raspberry Pi oder ihr habt irgendeinen Proxmox bei euch laufen, einfach ersetzen. Geht. Super. Ihr braucht euch keinen Controller kaufen. Ihr könnt auch einfach den Software-Controller euch selber bauen. Muss man können, ne? Keine Frage. Nicht jeder will das. Vielleicht will auch jemand irgendwie so einen Hardware-Controller da stehen haben. Der kostet nicht viel. Ich glaube 30, 40 Euro der Hardware-Controller. Dann braucht ihr euch da auch nicht drum kümmern. Anschließend fertig läuft. Ne? Auch das natürlich ganz klar. Alle Empfehlungen in alle Richtungen, denn ihr habt alle Möglichkeiten offen. Was haben wir denn noch? Ja, General Settings, Fallback-IP-Adressen, auch immer gut. In jedem Gerät könnt ihr eine Fallback-IP-Adresse eintragen. Ne? Das ist einfach mega, mega gut. Gut, hier ist jetzt sozusagen die Config. Wie kommt ihr an den Controller dran? Über welchen Port? Über welches Zertifikat? Cloud Access, auch das hatten wir schon gehabt. Ihr könnt auch die ganze Umgebung auch cloud-technisch, also auf der Webseite hier von TP-Link verwalten, wenn ihr wollt. Das heißt, dann kommt die Verbindung von außen auf euer Warngerät und administriert dann von dort aus, ohne Controller, einfach euer ganzes System. Geht nämlich auch. Ja, Maintenance ist natürlich klar. Hier Software-Updates, welche Versionen. Noch ein bisschen User Interface. Migration, ja, schwierig, habe ich noch nicht gesehen gehabt. Zeit-Migration, das heißt, ihr könnt euch scheinbar die Konfiguration exportieren und dann wieder importieren. Also, Controller-Migration. Ihr könnt also von irgendeinem Controller auf irgendeinen Controller wechseln. Habe ich nicht ausprobiert, ich habe nur einen Controller. Kann ich erstmal nichts zu sagen. Aber schön, es gibt scheinbar Optionen, die haben nachgedacht, dass man sowas eben irgendwie tun kann. Auto-Backup ist ganz klar, machen wir mal an. Ach, kann ich nicht. Is available only when it's powered by PoE-Device and Storage-Device is connected to its USB-Control. Okay, also kann ich scheinbar nur machen, wenn ein Storage-Device mit dran ist. Und wenn it's powered by Power over Ethernet. Strange, müsste man mal nachgucken. Aber egal, gibt Optionen, gibt Möglichkeiten. Ne? Also jetzt habt ihr zumindest einmal die ganzen Konfigurationsoberflächen und sowas alles gesehen. Also ich muss sagen, Möglichkeiten gibt es ohne Ende. Mega, mega gut. Ich würde sagen, das Video ist so lang. Ich mache auch kein Fazit. Ich ziehe das Fazit-Video einfach hinten dran. Ja, was soll ich sagen? Grob Übersicht über das Ganze ist ganz gut. Es gibt viele Optionen. Ganz ehrlich, es gibt genug Optionen für den Preis, ne? Um das einfach mal so zu belassen, ne? Man kann alles machen, was man tun kann und will im Home Lab, im Klein- bis Mittelunternehmen. Es fehlt hier eigentlich an nichts. Na klar, es gibt Verbesserungsbedarf in der Oberfläche, das hatten wir schon. Aber das alles jetzt im Fazit-Video. Das kommt jetzt einfach hier nach. Also Jungs, macht's gut, bis dahin, bleibt gesund, ciao.